Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Das letzte Mal haben wir ja Questenfloss erledigt. Also, das Bündnis haben wir erledigt. Nicht, wir haben es zerstört. Dafür haben wir jetzt einen neuen Charakter. Da die Brillenschlange hier. Hey Blondie, was geht? Hat so einen gewissen Züge von... Nee, doch nicht. Passt schon. Wir gehen jetzt erstmal... Ich weiß nicht, machen wir die Story gleich weiter? Ich hätte jetzt ein... Nein. Jetzt machen wir erstmal was anderes. So, wir sind jetzt hier. Regierungsmodus. Was können wir für Kohle abgreifen? 5000. Hm. Geil, Mann. Das war aber, glaube ich, jetzt komplett, ne? Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe bloß 4000. Leer. So. Halt, nein, Regierungsmodus bleiben. Kann ich reich ausbauen. Wir brauchen noch ein bisschen forschen. Die könnten wir eigentlich zur Rüstung 2 schicken, oder? 1350. So. Und können wir dann euch zu... Nahkampfwaffen 2 haben wir schon. Fernkampfwaffen 2 interessiert mich ein Scheiß. Effiziente Schmieden. Verbesserte Schmiedeeffizienz. Waffenentwicklung kosten 20% weniger. Verbessert Schmiedetechnik. Basis von Qualität Waffen, von Waffen steigt um 1. Das da. Kostet 500. Knuffiküche. Ah ja, da können wir ja nichts erforschen, ne? Ach man. Warte, effiziente Knuffiküche. Nein, das Knuffi senkt den Schaffenskosten um 20%. Warte, Talent? Cecilius. Der passt in die Knuffiküche. Da können wir Knuffikunde 2 erforschen. Ja. Erweitern. Weil, wie was Talent zuweisen. Matthäus. Da wäre Matthäus dazu. Der hat 90 Bauen. 90 Bauen. Wo nützt der mir dann? Kaserne? Ne, Kaserne ist ja mit Waffen. Waffen. Das ist Bauen gewesen. Magie. Irgendwas anders. Das hat noch keinen. Das braucht auch Magie. Ich brauche noch eine Magie. Auch was anderes. Und Pfadfinder hätte das eher für Knuffis, hä? Forschen. Powerwalking. Mit mehr Schwung die Laufgeschwindigkeit in freier Wildbahn steigt. Warte, was braucht das 100 und er hat bloß 90? Na, verdammte Scheiße. Talent zuweisen. Oh, ich hab da niemanden für. Achso, der eine Typ hat gar kein Talent dafür. Kann ich da noch ein Talent mit zu erweitern? Erweitern brauche ich. Der leckt mich 4000 habe ich doch. Egal. Okay, wir haben jetzt alles. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt. Boah, da. Verschlungene Pfade. Tante Marthas Haus. Ich weiß nicht, was ich da bei Tante Marthas Haus soll. Schauen wir nochmal, was die haben für uns. So, was ist hier? Irgendwie muss ich hier besiegen. Ah, falscher Knopf. So. Tagebuch. Ein Traum von 100 Punkten. Sieg durch die Schnecke. Hab immer noch 0 von 5. Miniakas Sachen. Steht auch irgendwo, wo das ist. 19. Boah, Level 60. Bugeldama. Der war doch eine Katze. War das hier? Ja, das war tatsächlich da oben. Windschlangenklippen. Ach ja, stimmt. Wir mussten ja auch zu den Windschlangenklippen. Ja, ich weiß immer noch nie, was... Ach so. Ah, okay. Diese Pfeile sind was ganz anders. Okay. Tut mir leid.
Die scheiß Pfeile sind nur eine Markierung, dass da was ist, wo ich mich hinporten kann. Da ist noch eine. Gib her. Was machst du hier? Oh, ich tut mir furchtbar leid, aber mein Sortiment ist komplett ausverkauft. Ich habe leider keine Waren übrig. Anno. Eigentlich geht es darum, dass ein Händler und sein Leibwächter hier in der Gegend von Banditen überfallen wurden und wir auf der Suche nach diesem Fiesling und dem Händler sind. Wissen Sie zufällig etwas darüber? Ich weiß leider nichts über Banditen, aber es gibt da einen Händler, der hier häufig unterwegs ist. Er heuert öfter mal Reisende hier in der Gegend als Leibwächter an. Soweit ich gehört habe, soll er ihn dafür statt Rabatte auf deine Waren geben. Ob das der Händler ist, den Mianik beschützen... Ob das der Händler ist, den Mianik beschützen sollte? Entschuldigung, wissen Sie, wo er ist? Ich habe ihn das letzte Mal in der Nähe der Engrotte gesehen. Vielleicht ist er dort immer noch. Alles klar, wir gehen sofort hin. Vielen Dank für die Hilfe. Was bist du eigentlich hier, Alter? Da fällt mir ein, wir haben schon lange nicht mehr ins Mechbook geschaut, ne? Also bevor wir jetzt hier weitermachen, schauen wir nochmal ins Mechbook. Oh, Alter, und den Kampf-Equalizer, ne? Boah, scheiße, man, mit 118 Kampfpunkte, leck mich fett. Alter. Gibt's bestimmt genug, die mal sagen, ey, Mann, du hast ja gar nichts gemacht, ey. Diesmal dachte ich mir klotzen statt kleckern und wollte direkt Königin Nareida von Quastenbloß um ein Interview bitten, wurde aber leider von Hechtina vorher aus dem Palast eskortiert. Mit meinen Armen auf dem Rücken konnte ich keine Lutzen machen, daher gab es auch nicht mal ein Interview mit ihr. Anonym, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Männlich Single 33. Frag mich erst, was für eine Schnapsidee. In Katzbuckel wäre das anders ausgegangen. In Goldorado auch. Ehrlich gesagt habe ich 3 Tage im Knast gesessen. Rolf. Zur Hölle, geh mit denen ab, Mann. M. Solenthal. Hallo zusammen. Heute gibt es einen Leuten, die ihren Weg gehen und Barschus, dem Juwelier. Er hat seine eigene Weise, mit dem Tiefschlägen des Lebens klarzukommen. Er nutzt sie als Inspiration für sein Meisterwerk. Im Moment sucht er aber einen Weg, auch ohne Unglück arbeiten zu können. Komischer Kauz, macht aber gute Arbeit. Leben und leben lassen, ich bin jedenfalls ein Fan. Sein Unglück ist das Glück seiner Kunden, ironisch. Okay. Habt ihr mal gesehen, wie gut Finn Bogen schießen kann? Dabei ist er kaum älter als ich. Er steht jeden Tag auf den Übungsplatz und ringt, damit ihm jeder Jagd keine Beute mehr entkommt. Sagt er, vielleicht sollte ich mir eine Scheibe von ihm abschneiden. Wollt ihr fürs Training nicht ins Ausland gehen? Ja, ich habe sein Profil beim Buchwalder gesehen. Der ganze ungerechte Gesetze soll endlich abgeschafft werden. Das hat Königin Nareida offiziell bekannt gegeben. Leute, das heißt, Liebe ist nicht mehr verboten. Yay! Endlich wisst ihr, was ich nur gerade merke. Ich habe keine Ahnung, wie Liebe eigentlich geht. Oder ist sogar kein Kommentar drunter. Leute, habt ihr schon gehört? Minampolis, der neue Stern am weltpolitischen Firmament, hat eine Allianz mit Quastenbloß geschlossen. Damit hat er Zwergenstadt schon 2 Großmächte auf seiner Seite gezogen. Wie bekommt König Ivan das nur hin? Ich bleibe für euch am Ball. Langsam mache ich mir Sorgen. Immer mehr Länder stellen sich hinter Minapolis. Sind GD und QF jetzt also auch Verbündete? Absolut unglaublich. Ob sie wohl mit uns auch eine Allianz eingehen werden? Bei 2 Ländern ist das wohl kein Zufall mehr. Ein Bekannter von mir ist nach Minapolis gezogen. Wer weiß, vielleicht ist Ivan ja einer von den Guten. Was? Warum dieses... Die 3 machen wir jetzt noch. Und dann machen wir weiter. So, mein Heiratsantrag mitten in Quastenbloß. So viel Mumm muss man erstmal haben. Aber es war so romantisch. Warum ist Liebe in diesem Land eigentlich verboten? Kann mir das mal einer erklären? Von Velsa. Das ist das Gesetz, das ich am wenigsten verstehe. Vielleicht hat die Königin etwas gegen Pärchen. Wie du meinst, weil sie selber Solo ist? Alter, wegen sowas erlässt man doch keine Gesetze. Tada, das bin ich in einem Kleid. Was sagt ihr dazu? Das Bild hat Ivan von mir gemacht, bevor er mir den Heiratsantrag gemacht hat. Steht mir super, oder? PRM, Heiratsantrag? Habe ich was verpasst? Irma, oh, da musst du mir genau erklären. Dalmatina, Johnny, wovon redest du? Hä, was? Nein, das ist ein Missverständnis. Das war doch nur gespielt. Alles nur ein Trick. Die sollte mal in die Schule gehen. Also, so. Okay. Das hier ist ein Flossenschnelze. Mit der großen Flosse, die er über seinen ganzen Körper zieht, kann sie unglaublich schnell schwimmen. Sie ist auch extrem kräftig, deswegen ist sie schwer zu angeln. Junko Aku versucht oft, diesen Fisch Leben zu fangen und damit anzugeben. Ganz schön bunt, hat wohl was zu beweisen. Ich finde sie knallrote Farbe total toll. Kann schon verstehen, das Kind drauf abfahren. Wer sowas fangen kann, wird von allen beneidet. Okay, nächstes Mal machen wir weiter. Halt, wir wollten noch den Kampf-Equalizer umstellen. Alter, jetzt habe ich bestimmt 5 Minuten damit vergeudet. Pff, keine Ahnung, was ist das? Hart und weich, Natur und Rache. Wie konnte ich das machen?
Achso, erweitern. 8 Kampfpunkte. 10, 10. Zack, zack. Zack, zack, zack. Hä? Ich will das oben machen. Das Level von Kampfbelohnungen erhöhen, ja. Nutze Kampfbelohnungen, das Level von Kampfbelohnungen zu erhöhen, ja. Boah, Alter, ich hab jetzt alles aufgebraucht, was geht denn ab? Kampfbelohnungen, passt immer denen, die den Kampf einen Vorteil verschaffen. Okay, habe jetzt ziemlich schnell alles verbraucht, ne? Und dann hast du vergrößert, dass du auch ausweichen nach Angreifer wirst. Das ist die Zeit, die du nötig hast, um auf den Kampf zu fliehen, brauche ich gar nicht. Effizienter im Wiederhergestellten, ne? So. Und so. Ja, dann haben wir das da noch. Gegen Feuer 2. Gegen Dunkelheit 2. Machen wir gegen Schlaf, machen wir 2. Ah, das war's schon. Ah, noch gegen Gift. Und komm, wir sind jetzt gut gegen die, gut gegen die, gut gegen die. Ich weiß, man sollte das vorher immer umstellen und so, aber... Dazu ist es zu leicht. Jetzt machen wir nicht weiter, Entschuldigung, hat ein bisschen... Ja. Gut, dass ihr mich in Ruhe lasst, ihr Luschen. Warte, ich könnte mich doch da auch hinporten, oder? Na gut, laufen wir einfach mal, scheiß drauf. Alter, du bist auf 5, Mann. Mann, die anderen nicht auf 16 Grad? Okay, Nebenmissionen sind lahm. Dann habe ich auch nichts zu erzählen, wenn nichts passiert. Ist doch scheiße. Okay, machen bloß die eine, danach machen wir wieder Story weiter. Zum Hochsteigen? Nee, scheinbar nicht. Ja, da können die aber. Hä? Ist doch scheiße, ist doch das. Ach ja, wir sind ja da oben gefangen worden, deswegen sind wir nie weitergekommen. Stimmt. Ah ja, unten rum ging's, ne? Und die Mustik ist natürlich auch sehr fordernd. Bom, 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 bom. Oh, das war das, wo ich oben drüber springen muss. Dafür müsst ihr jetzt dran glauben. Nur weil ich es kann. Yeah, Dusche! Ist eigentlich dann das Piratenlager komplett leer?
Brockeneisenerz. Oh, den habe ich schon gemacht, ne? Ah, okay, passt. Bin ich hier gefangen worden? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Da vorne ist sogar ein Speicherpunkt. Ah, super, das hätte ich vom Ding aus auch machen können. Oh. Da lotsen die mich doch tatsächlich daher. Da wäre ich auf der anderen Seite schneller gewesen, als das komplette Level hier abzulaufen. Yeah, ich bin auf der Karte viel schneller. Entschuldigung. Boah, wahrscheinlich hätte ich mich zu dem blöden Ding auch porten können. Warum ist der Punkt da gewesen? Verdammter Mist, ey. Engrotte. So, ist der Spacko hier wenigstens. Ah, da hinten steht er. Warum steht er da hinten? Hey, Trottel. Guten Tag, wie wär's mit einem Päuschen von den beweglichen, schwerlichen Leise? Ich habe genau das Richtige für Reisende wie euch. Sieh dich nur um, ich habe die besten Angebote. Hallo? Hey. Ja, nix Sachen da. Mhm. Hä? Vielen Dank für den Kauf, das war eine gute Wahl. Dieses Reisset ist gerade reingekommen, ist alles drin, Waffenproviant, sogar eine Hose. Oh. Auf dem Schwergrill steht Mjannik. Das muss der Hersteller sein. Ah? Auf der Hose steht auch Mjannik. Das muss auch der Hersteller sein. Ah? Fasel um nicht so einen Stoß, das sind eindeutig Mjannik-Sachen, du Dieb. Jetzt ist mir alles klar, du steckst mit dem Banditen unter einer Decke. Na gut, ihr habt mich ertappt, aber egal, euer Zeug werde ich auch erstklassige Waren abgeben. Hehe, wenn ihr alles brav rüberwachsen lasst, muss ich niemanden wehtun. Was für Amateure. Ivan, treten wir mal kurz in den Hintern. Keine Chance, ihr Arschgeigen. Und jetzt? Nun zu dir, jetzt gibt's Sonder. Vergeb mir, Gnade, ich tu's auch nie wieder, hier ist euer Geld. Auf nimmer Wiedersehen. Tja, da läuft er wie ein Hase. Solange er etwas nie wieder wagt, gut, bring ihm ja nichts Sachen, deine Sachen zurück. Zack. Zack, wo war der denn? Wo in Goldorado guckt, ne? Goldorado, Goldorado. Ich kann mich sogar aus einer Höhle porten, was geht da? Ja, sowas darf ich normal in anderen Spielen nicht. Und mich aus einer Höhle teleportieren. WTF, Alter, was ist hier los? Hier sind ja nochmal drei Ausrufezeichen.
Hey Mjannik, was geht? Ich wünschte, ich hätte wenigstens noch mein Schwert, aber selbst das haben mir diese Banditen abgenommen. Es tut mir leid, aber könntest du dich bitte um den Windschlag geben? Blablabla. Ja. Nee. Mjannik, wir haben deine Sachen. Auf dich kann man zählen, Ivan. Danke, jetzt werde ich in den Händler retten gehen. Also, was das angeht, der war ein Handlanger der Banditen. Ein Handlanger? Er hat mich so alles übers Ohr gehauen. Nun, im Leben begegnet man jeder mal unehrlichen Leuten. Nimm's nicht so schwer. Ich werde es versuchen, aber ich muss stärker werden, dann besiegen mich die Banditen nicht nochmal. Sag mir, Annik, wie wär's, wenn du in mein neues Königreich trainierst? Oder in meinem neuen Königreich? Ist das eine Einladung? Meinst du das ernst? Nichts lieber als das. Joroschkene. Wenn ich mit mir reden kann, dann hat die Geschichte auch etwas Gutes. Schön, dass du positiv denkst. Joroschke. Hey, willkommen in unserer Familie. Yeah. Ja, toll. Ja, wird nicht die spannendste Folge. Jetzt gehen wir noch die anderen Aufgaben abholen. Du auch? Ja. Oh, junger Mann, ich sehe schon, du hast mich erkannt. Es besteht auch noch Hoffnung für die Jugend von heute. Alter Angeber, was zur Hölle? Du bist sicher, dass ich dir von meinen großen Helden da erzähle, die mich so berühmt gemacht haben. Also, das war vor 50 Jahren. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war ein prächtiger junger Kerl und die Welt lag mir jetzt auf Füßen. Hey, Ivan, lass uns vertoffen, bevor der Alte uns seine ganze Lebensgeschichte erzählt, auftischt. Aber warum denn? Das klingt doch interessant. So jemand begegnet man schließlich nicht oft. Junge, deine Geduld möchte ich haben. Hopp, falscher. Oh Gott sei Dank muss ich die mir nicht anhören. Und somit herrschte wieder Frieden im Land. Von da an wurde ich für meine Tapferkeit und unglaubliche Taten als Held gefeiert. Man erzählt sich überall davon, wie ich eigentlich die Horde von Oinker-Barbaren niedergemäht hatte. Wie ich auf hoher See die schrecklichen Schlimmpräne mit bloßen Händen in Stücken gerissen hatte. Und wie ich obendrein den hochgehenden Hydrago mit einem Fall durchs Auge erledigt hatte. Er ist mich ja unbesiegbar damals, der stärkste weit und breit. Jedes Kind kannte mich. Das ist ja unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute nur noch durch Zufall so einem Helden begegnen würde. Ich bin schon hin und weg für dich. Du musst die Heldenflimmerfee besiegen. Aufgabe für dich, du musst die Heldenflimmerfee besiegen. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Die Höllenflimmerfee treibt sich im Schrein in einer Stadt herum. Sie hüllt sich in schwarzen Rauch und ist viel gefährlicher als gewöhnliche Monster. Ob sie vielleicht von Dämonen auch besessen ist? Klingt ganz so. Sie ist wie ein ganz besonderer üblen Charakter. Sie erschreckt Reisende in die Wildnis hinaus, wo sie nie mehr zurückkommen. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, hätte ich mich schon längst selbst um sie gekümmert. Einfach so, zack. Aber leider macht mir mein Kreuz ziemlich zu schaffen. Mein alter Kriegsverletzung, weißt du? Daher muss ich leider tatenlos zusehen, wie die Fee ihr Unwesen treibt. Verstehe. Und deshalb, mein Junge, musst du die Sache übernehmen. Leg der Höllenflimmerfee das Handwerk. Wenn du das schaffst, ist es vielleicht ein Anfang deiner eigenen Heldengeschichte. Boahahaha. Yes. Gut, ich werde mich darum kümmern. Genau das wollte ich hören. Boahahaha. Jojo. Ist das dein Ernst, Ivan? Einfach so? Naja, irgendwer muss diesem Monster doch das Handwerk legen. Und außerdem will ich dem alten Mann beweisen, dass ich auch das Zeug zum Helden habe. No. Verstehe. Ey, warte mal, du hast dich von dem Opa ja total an den Finger wickeln lassen. Ah, okay. Wäre schließlich nicht dein Wächter geworden, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Also blamier mich nicht, hörst du? Na, super. Nee, passt schon. Boah, Alter, das ist viel längere Geschichte gewesen, als ich gedacht habe. Aber gut, ja, war ja die spannendste Folge. Ich glaube, ich mache jetzt in der nächsten einfach wieder mit der Hauptstory weiter. Ich glaube, dieses Nebenzeug, das sollte ich mal offscreen machen. Also ich sag, ich soll es trotzdem weitermachen, dann mache ich halt weiter. Also gut, ich bedanke mich jetzt voll fürs Zuschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Servus.